Open Educational Resources. Wer hat davon schon mal gehört? Es steht im Koalitionsvertrag. Also ich bin das total gewohnt, dass Leute das nicht kennen, aber es steht im Koalitionsvertrag und es kennen immer noch nicht genug Leute. Deswegen bin ich hier und wollte davon erzählen, weil ich fand, es gehört auf eine Nacht des offenen Wissens. Ich arbeite an der TH Lübeck. Mehr braucht ihr eigentlich erstmal nicht von mir wissen, das ist nur, wer sich hinterher die Folien angucken will. Und ich erzähle kurz, was das Problem ist. Das Bild ist nicht das Problem. Das Bild ist die Stadt Córdoba in Spanien und das ist lizenziert unter einer Lizenz, die heißt CC0. Das heißt, derjenige, der das Foto gemacht hat, hat gesagt, mir ist vollkommen egal, wofür ihr das verwendet, mir ist vollkommen egal, was ihr ranschreibt, mir ist vollkommen egal, was ihr damit macht. Nehmt es, werdet glücklich. Das habe ich gemacht für diesen Vortrag. Das hätte eine Schülerin in Nordrhein-Westfalen auch tun sollen, weil die ist letztes Jahr abgemahnt worden, ist dieses Jahr bis vor den Europäischen Gerichtshof gekommen, weil sie ein Foto genommen hatte von einem Fotografen. Der Fotograf hat gesagt, nö, das durftest du nicht nehmen, obwohl du eine Quellenangabe hast, obwohl es eine Schul-Homepage war, obwohl es keine Gewinnabsicht hatte, all diesen ganzen Kram ringsrum. Und die Schülerin, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wer das letztendlich zahlt, kann auch sein, dass die Schule dafür verantwortlich ist, zahlt 400 Euro Schadensersatz und Unterlassung und sicherlich einen ganzen Batzen an Rechtsstreitkosten. Das ist doof. Es gibt aber genug Leute, so wie ich da auch bin, weil ich werde ja aus Steuergeldern bezahlt, ich bin quasi crowdgefundet, die sagen, ist mir vollkommen egal, ich mache Lehrmaterialien, shut up and take my content. Ja, also ich mache Lernmaterialien, ich habe auch gar keine Lust, die zu verkaufen, ich habe gar keine Lust, damit Gewinn abzuziehen. Ich fände es gut, wenn sich das teilt. Und das ist der Grund, weshalb es OER gibt. Open Educational Resources, frei lizenzierte Lehrmaterialien. Da kann man ganz lange drüber reden und das will ich ja eigentlich nicht. Ich will nur kurz sagen, was heißt das in der Konsequenz? In der Konsequenz heißt das, da pappt eine Lizenz drauf, die mir Sachen erlaubt. Das kann einerseits die Public Domain Lizenz sein, die gleichbedeutend ist mit der Gemeinfreiheit. In Deutschland ein bisschen komplizierter, aber will ich gar nicht so tief reingehen. Das heißt einfach nur, tu damit, was du möchtest, werde glücklich, tu. Dann gibt es die Creative Commons Lizenz CC BY, die einfach nur sagt, tu damit, was du möchtest, schreib aber meinen Namen dran. Und CC BY SA heißt, tu damit, was du machen möchtest, schreib meinen Namen dran und bitte mach das, was du damit machst, auch wieder offen. Also das ist so eine Infiltration. Ne? Also wenn dann einmal was offen ist, wird es auch offen bleiben. Gut, das war es eigentlich schon zur Theorie. Ich will eigentlich nur mal zeigen, wie sieht das denn aus, wenn ich sowas frei habe und warum ist das gut? Wo habe ich die Beispiele her, die ich mir rangeholt habe? Wir haben 2017 einen OER Award verliehen für Projekte, die halt so frei lizenziert sind und was mit Bildung zu tun haben. Und da habe ich ganz viele Beispiele und ich möchte bitte eine Minute, bevor die Zeit abläuft, abgehalten werden, entscheide ich zum Schluss. Genau. Eines der ältesten Beispiele ist das ZoomWiki, die ZoomWiki-Familie. Zoom steht für Zentrale für Unterrichtsmedien, ist ein Zusammenschluss von Lehrerinnen und Lehrern, die gedacht haben, ist sowieso cool, wenn man Aufgaben teilt. Die machen das seit 1996. Da habe ich E-Mails noch in meiner Schule empfangen, weil ich zu Hause überhaupt kein Internet hatte. Cooler Verein auf Wikimedia-Basis. Es gibt die Bildungspunks. Die Bildungspunks sind überwiegend Lehrerinnen und Lehrer. Die machen so eine Blogparade. Die machen am Anfang vom Monat, sagen die, wir möchten darüber uns austauschen und dann schreibt jeder auf seinem Blog die Erfahrungen damit, schreibt Aufgaben, schreibt Materialien hin. Alle können es nutzen, es ist frei lizenziert. Es gibt die digitalen Helden. Die digitalen Helden sind, ich weiß nicht, ob man sie noch Startup nennt, wenn sie eine Weile am Markt sind, die gehen in Schulen und sagen, bilden Schüler Schülerinnen und Schüler zu digitalen Helden aus, die dann helfen können, wenn man gemobbt wird oder die mit WhatsApp umgehen können, wie machen wir das in unserer Schule, wie läuft das und quasi von Schülerin zu Schüler die Hilfe anbieten können. Auch die haben ihre Materialien unter freie Lizenz gestellt und verdienen trotzdem damit Geld. Es gibt die jungen Tüftler gehen ebenfalls, die machen, also es gibt immer ganz viele Sachen für Kinder, das ist ein bisschen ungerecht für uns Erwachsene, die haben sich so kleine Bastelprojekte ausgedacht für Kinder mit kleinen LEDs, mit kleinen Makey-Makey, das sind so ganz tolle, lustige kleine Geräte, mit denen man Eingaben machen kann und die haben auch ihre Bastelideen auf ihren Blog gestellt, das kann quasi jeder nachbasteln. Es gibt die Lernplattform Segu-Geschichte, selbstgesteuert entwickelnder Geschichtsunterricht. Das Tollste darauf ist eine Karte, eine Deutschlandkarte, auf der ganz viele Orte markiert sind, bei denen man quasi in der Geschichte was lernen kann. Da kann man gucken, okay, was, also das Holztor ist mir jetzt auch schon vorher aufgefallen, dass das irgendwie wichtig sein könnte, aber es gibt so versteckte Orte in ganz Deutschland,
die man da erkunden kann und auch wieder im Unterricht einsetzen kann oder wenn man einen Kindergeburtstag ausrichten möchte. Es gibt das Klexikon. Das Klexikon möchte die deutsche Wikipedia für Kinder sein, weil die Wikipedia total kompliziert ist, wenn man das als Kind durchliest. Und deswegen gibt es das Klexikon, die dann Sachen sehr einfach erklären. Dann steht zum Beispiel das Internet drin. Das Internet ist ein großes Netzwerk von Computern auf der ganzen Welt. Das Wort kommt aus dem Englischen. Also wirklich einfach geschrieben, kurz geschrieben, aufs Wesentliche reduziert. Und das Tolle hier ist auch, da schreiben auch ganz viele Eltern zusammen mit ihren Kindern mit. Es gibt Stammzellen verstehen, die Konferenz in der Schule. Wenn man eine Projektwoche hat, kann man sich da quasi Informationen und Materialien zu Stammzellenforschung runterziehen und das quasi Schritt für Schritt anwenden. Man braucht eigentlich, also es ist eigentlich Quatsch, mit den Kindern in der letzten Woche noch Videos zu gucken. Es gibt den Basispass Pferdekunde. Also es ist wirklich ein komplett buntes Programm. Und zwar Menschen, die mit Pferden arbeiten, die mit Pferden Trainer sind, die müssen so ein Zeug machen. Und dafür gibt es Lernmaterialien auf einer Plattform, die heißt Filmucho. Es gibt, das ist eine Eigenwerbung, das ist bei uns auf der Plattform bei OnCampus. Wir machen auch freie Online-Kurse, frei lizenziert, die dann jeder nehmen kann, auch gerne auf seine eigene Plattform stellen kann. Das ist der EFI MOOC. MOOC steht für Massive Open Online-Kurs. Das ist Herbert Schmidt, der hat den mit uns zusammen gemacht, unser ältester MOOC-Maker. Der war damals noch junge 79 Jahre alt. Der kümmert sich darum, dass Seniorinnen und Senioren ehrenamtlich tätig werden können und lernen, wie man Geld dafür eintreibt, wie man Präsentationen macht, wie man Leute überzeugt und sowas. Da hat er einen Kurs drüber gemacht. Self-HTML muss ich wahrscheinlich in dem Kreis gar nicht so erklären, aber die haben sich beworben für unseren kleinen OER-Award. Ich war total stolz drauf. Also es ist eine Webseite, die mit der sehr viele von uns HTML gelernt haben und es auch immer noch ranziehen. Team at Work ist eine Webseite, die Tipps gesammelt hat für Arbeitgeberinnen und Arbeiter, um mit Geflüchteten zu arbeiten. Welche Probleme kommen da auf uns zu? Was sind so die großen Probleme? Das Refugees Facebook ist eines der schönsten Beispiele davon. Und zwar ist ja so ein bisschen das Problem, man kann jetzt Wörterbücher nehmen, es gibt Google Translate, das ist alles überhaupt kein Ding. Aber wie sage ich denn, dass ich zum Arzt muss? Oder diese typischen Phrasen, die man da immer wieder braucht. Und die haben es ganz, ganz einfach gemacht. Die haben eine Google-Tabelle genommen, haben angefangen, Sachen zu übersetzen, die man häufig in der Arbeit mit Geflüchteten braucht. Und jeder konnte reinschreiben, wenn er eine Sprache beherrscht hat. Und so konnte man das wieder verwenden. Und das fand ich auch sehr spannend. Das ist die offene Bibel. Also wenn was aus dem Urheberrecht rausfällt, habe ich gedacht, dann ist es die Bibel. Weil die schon lang alt genug, die Leute, die sie geschrieben haben, sind lang genug tot oder halt nicht. Ich meine, das ist noch eine religiöse Frage. Aber das muss doch jetzt möglich sein, dass ich da kopieren kann. Und da habe ich gelernt, nein, das ist nicht so, weil die Übersetzungen sind weder urheberrechtlich geschützt oder können urheberrechtlich geschützt sein. Und da gibt es jetzt Menschen, die haben gesagt, dann lass uns doch eine offen lizenzierte Bibelfassung schreiben. Und das Tolle ist, die machen das nicht nur in der normalen Übersetzung, dass es jeder versteht und wie sie wahrscheinlich ähnlich auch in jedem Hotelzimmer liegt, sondern die machen das auch in einer Studierfassung mit verschiedenen Quellen und verschiedenen Übersetzungsvarianten und auch in einer Variante in leichter Sprache, sodass es behinderten Menschen leichter fällt, dann auch das zu lesen, dass es dann zu Texten kommt wie, da kommt Maria und Jesus, Maria hält Jesus im Arm, Jesus ist noch ganz klein, Jesus ist ein Baby. Ja, also es ist diese leichte Sprache, die eben Menschen, die Probleme haben, das zu erfassen, wirklich, wirklich weiterhilft. Es gibt auch coole Tools. Da wollte ich noch ein paar Beispiele rausgeben. Es gibt ein Tool, das heißt Turtle Stitch. Turtle Stitch, da kann man eine Nähmaschine programmieren. Ich bin mir nicht sicher, ob oben das PubLab Lübeck das schon einsetzt, aber das wäre ein Ding, was man da noch gucken könnte. Es gibt Tutori. Tutori macht Arbeitsblätter. Ist ein Tool für Arbeitsblätter für Lehrerinnen und Lehrer und die haben ein ganz cooles Geschäftsmodell. Die sagen, wenn ihr das hinterher freischaltet, dann kriegt ihr das kostenlos. Wenn ihr es für euch behalten wollt, dann habt ihr eine Lizenz zu zahlen. Und H5P ist auch ein tolles Tool, ist jetzt eher noch für den Nachklapp. Daher auch das, was ich, wenn ich über OER rede, mal, es ist halt so ein Herzensprojekt ein Stück weit dran, Banksy hat, vielleicht hat er gesagt, the bad artists imitate the great artists Stil, auch immer als Appell an Lehrende und Lehrkräfte, gute Lehre zitiert, großartige Lehre remixed. Und in diesem Kreis auch immer noch die Sache, seid auch ihr offen. Wenn ihr Sachen erstellt, dann pappt da eine offene Lizenz drauf, damit es weitergelebt und weiterverwendet werden kann. Dankeschön.